Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Sonne, Ingress, Krebs. Ja, es ist verwunderlich. Ich meine, so viele Millionen Fachkräfte haben wir zusätzlich bekommen, aber leider reicht es offensichtlich nicht aus, um den Bedarf am Arbeitsmarkt zu decken, weil so viele, wahrscheinlich 10, 15 Millionen Arbeitsplätze jetzt dringend gebraucht werden. Es ist überall unvorstellbar viele Arbeitsplätze frei. Keiner weiß es warum. Es ist vollkommen unerklärlich. Ganze Fluglinien stellen den Betrieb ein. Andere erfinden halt ein Märchen, dass sie sagen, ja, Volksgenossen, der Flug, der Luftraum ist unsicher und es kann jederzeit etwas passieren. Deswegen bleiben die Flugzeuge am Boden. Ja, komisch. Es ist sehr, sehr komisch, was hier geschieht. Und wie gesagt, beim Übergang Sonne-Zwillinge in den Krebs müssen, wie wir schon im ersten Teil erwähnt, besonders auf das vierte Haus achten, aber auch noch besonderer den Mond anschauen. Naja, schauen wir mal das vierte Haus. Spitze viertes Haus befindet sich im Schützen auf 3 Grad 40. Hier ist ein dezenter Hinweis auf Finanzen, auf Geld. Ja, 2 Grad 30 bis 5 Grad Stiergrade geht es ums liebe Geld. Ja, das liebe Geld. Und hier sehen wir Herrscher von 4 im Schützen auf Stiergraden im 8. Haus. Jupiter befindet sich im Widder auf, wie viel haben wir, 6 Grad 31, müsst ihr nachrechnen, wie viel ist das 6 Grad 31? Das klingt nach Zwillingegraden. Gut, das klingt nach Zwillingegraden. Das ist mal positiv, das ist heiter. Also ein bisschen lachen kann man hier auch, schmäffeln ist auch möglich. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall bedeutet das große Schwierigkeiten, große Probleme der Bevölkerung. Und leider, ich möchte es nicht aussprechen. Daher sage es durch die Blume oder sage es durch die Karte, das könnte irgendetwas bedeuten. Ich weiß nicht, was das bedeuten könnte. Das überlasse ich jetzt dir. Aber auf jeden Fall mit den Finanzen, weil sie ja auch Stier gerade sind, schaut es auch nicht gut aus. Ja? Also das heißt, hier dürfte es zu großen Finanzverlusten kommen. Das sagt einmal die Spitze des vierten Hauses. Der Mond als Herrscherin des 11. Hauses sagt uns auch etwas in seiner Position im 8. Haus und er nähert sich gefährlich dem Jupiter. Kommen wir gleich dazu, was das heißen könnte. Ich tue ja hier nur schwurbeln und raten, aber ich betone noch einmal, 0% Erfolgsgarantie gebe ich jederzeit mit Freude ab, weil du weißt, Garantien sind immer wichtig. Das erinnert mich so ein bisschen an L'Oreal. Und sein Jodeldiplom, Hammer oder wird sie geheißen, nicht Brigitte oder wie auch immer. Und wir haben hier 11. Haus. Das 11. Haus steht, wofür steht das? Na, es steht auch für die Schergen. Es steht für Vereinigungen, für Gruppierungen, für Parteien, aber auch mundan gesehen eher für Verbündete und alliierte Staaten. Und hier sehen wir, es gibt, weil Spitze eines Hauses im Krebs ist schon eine gewisse Wankelmütigkeit, eine gewisse, wie sagt man das, Auf und Ab, also die Gezeiten, wie wir es ja bei den Krebsgeborenen kennen, auf der einen Seite knallhart, stahlhart, sozusagen da, ja, nichts kann sie erschüttern und dann ein paar Minuten später das heulende Elend, ja, in der Ecke zusammengekauert, winseln, wo man sich denkt, ey, oh, was ist da los, ja, was ist da los? Ich habe immer das so bewundert, dass bei Krebspatienten, bei Krebsgeborenen, so tschak, 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 die Stimmungen so schnell, so dieses manisch-depressive, was man oft so als, wie sagt man, in der klinischen Psychologie oder Psychiatrie oder wo auch immer, ja. Also wir haben hier 11. Haus, Herrscher von 11 in 8 würde bedeuten, dass es hier mit den Alliierten, mit den Verbündeten, wir haben ja festgestellt, das sind auch die Euro-Partnerstaaten, dass es da große Probleme gibt, große Probleme, weil die haben jetzt sozusagen, ich glaube in der Flugsprache sagt man, die schmieren gerade ab, ja, daher kommt auch der Begriff des Schmierentheaters, wenn eben so ein Flugzeug unplangemäß wo gelandet ist, insbesondere im Publikum, und hier haben wir dann hier Mond, Jupiter kommen zusammen, also das heißt Jupiter, Bevölkerung, Mond, Gruppenbildungen und hier sozusagen, das sind dann die Leidgenossenschaften. Nicht Neidgenossen, Neidgenossenschaft ist etwas anderes. Nein, auch nicht die Eidgenossen, sondern die Leid. Die Leidgenossenschaften, hier finden sich immer mehr Menschen zusammen, die
das Nichts teilen. Also das heißt, die haben nichts mehr und dann finden sie sich zusammen. Also das sind so, ja, sehr boshaft gesagt, würde ich sagen, das sind jetzt die Mistkübel-Inspektionstrupps, die sich spontan auf der Straße zusammenfinden werden. Aber wie gesagt, es wird jetzt auch ein schonenderer Umgang mit Ressourcen zu verzeichnen sein. Wir sehen auch Herrscher des fünften Hauses, Wohlstand, Reichtum, Wachstum und so weiter, all diese großartigen, der Urlaub, ja, der Urlaub, ach Gott, aber der Urlaub, haben wir festgestellt, wo ist die Zeitung? Zeitung zu mir, Alarm, keiner verlässt den Saal, gut, finde ich jetzt nicht, das darf nicht wahr sein. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein leichter Chaot, aber das ist, na, wo ist die Zeitung? Die ist weg, Verschwindibus Maximus. Aber egal, aus der Schlagzeile kannst du dich erinnern, der Urlaub ist in Gefahr. Na, und wir sehen ja auch, Herrscher von 5, rückläufiger Saturn im 6. Haus, oje, oje, da wird der Urlaub nicht zu den Malediven, sondern eher Chiemsee, Neusiedlersee, Plattensee, vielleicht Plattensee, aber es ist schon gefährlich. Da geht es über eine Grenze, wir wissen, es ist immer sehr gefährlich. Spitze 5. Haus im Steinbock zeigt uns natürlich auch, ja, dass es sehr starke Einschränkungen gibt, sehr große Probleme gibt und natürlich Pluto, ja, Pluto als eingeschlossener Herrscher des 3. Hauses zeigt dann auch auf die Wirtschaft. In der Wirtschaft, eingeschlossener Herrscher von 3, der rückläufige Pluto im 5. Haus im Steinbock. Naja, was soll man dazu noch sagen? Du weißt Bescheid, es schaut grimmig aus. Wir haben 5. Haus, Spitze 5. Haus haben wir auf Löwegraden. 10 bis 12 Grad 30. Na, da ist das beleidigte Schnofferl. Ja, da ist man so etwas, wie sagt man, distinguiert oder etwas, wie, weiß nicht, wie man das bezeichnet, indigniert. Indigniert heißt es wieder. Ja. Indigniert ist man, ja, sozusagen Herrscher von 5 in 6. Aber wie gesagt, Neusiedlersee ist auch eine schöne Gegend. Das ist, man kann zur Not auch zu Fuß die Anreise wählen. Dauert ein bisschen länger als der Flug zu den Malediven. Aber bei den Spritpreisen, würde ich sagen, ist fast die Fußreise zum Neusiedlersee günstiger. Ich habe hier eine Rechnung gefunden. Ja, ich lasse mir normalerweise nie Rechnungen ausstellen. Und zwar, da kostet der Liter Diesel 1,4. Ja? Also 1,399 pro Liter. Und hier haben wir den 4.2.2022. Und es ist sozusagen dann, naja, März, April, Mai, Juni, ja, Juni und ein halbes Monat, weil, ja, ja, so ungefähr, ja. Auf jeden Fall, ich komme auf eine Preissteigerung im Monat von 12%. Also großartig, großartig. Wenn das so weitergeht, wird wahrscheinlich die Fußreise wieder populär werden und es ist dann vielleicht dann doch auch nicht mehr der Neusiedlersee, sondern der Windradlteich ums Eck, der wird's, oder der Schotterteich wird es dann auch machen. Der Urlaub wird dann bescheidener werden, na, gar keine Frage, gar keine Frage. Wir haben ja auch Spitze 7. Haus in den Fischen, ja? Das heißt, Handelspartner, Handelsverträge, unklar, unsicher, Herrscher von 7 in 7, der Neptun, da löst sich vieles auf, es ist sehr, sehr schwammig, sehr ungewiss, unklar und Spitze 7. Haus ist auch, wie Aszendent auch, auf Löwegraden, der ist natürlich auch sozusagen der Stolz, schwer verletzt, ja, schwer verletzter Stolz und wir sehen natürlich auch hier die Rückkoppelung, weil nach wie vor haben wir hier dieses legendäre Halbsextil zwischen Saturn und Neptun und wir sehen, dass eben der Wohlstand sehr stark zusammenhängt mit Handel. Das ist eine verblüffende Erkenntnis. Ja, in der Astrologie lernt man immer wieder dazu. Ich lerne auch jeden Tag dazu. Also ich habe heute festgestellt, ich habe heute gelernt, dass der Wohlstand mit Handel, insbesondere erfolgreichen Handel, zusammenhängt. Schauen wir mal. Handel im Wandel. Spitze 3. Wandel ist ja auf Wienerisch sozusagen die Wanne, das Gefäß im Wandel, ja, das Reindl. Also der Handel im Wandel. Spitze 3. Haus befindet sich auf 28,47 in der Waage, also tiefe Fische gerade, starke Auflösungserscheinungen und Herrscher von 3 eingeschlossen im Stier im 9. Haus. An sich wäre ja die Venus im Stier Domizilstellung, aber auf Fischegraden, schauen wir mal, Venus 28 Grad 3 Minuten, richtig, Fischegrade von 27,30 bis 30 Grad, das bedeutet auch hier Auflösungstendenzen und ausgeliefert sein, man ist ausgeliefert, man ist im Fernen, der Ferne, dem fernen Ausland, aus. Schon wieder rechts, ja, Wahnsinn, kann man das erschrecken, man ist im fernen Ausland ausgeliefert, es ist natürlich bezogen auf die Wirtschaft in erster Linie, der ferne Osten, aber natürlich der wilde Westen hat auch sein Schärflein beizutragen. Auf jeden Fall sehen wir auch, dass das Finanzsystem, ja, Spitze 2. Haus, befindet sich
auf 1 Grad 19, natürlich sehr stark, auf Widergraden, sehr impulsiv, sehr dynamisch. Also das heißt, hier hat man das Heft in der Hand. Beim Handel mit Fischegraden sind die Zügel verloren gegangen, die haben sich aufgelöst. Ja? Also das ist, aber auch das Finanzsystem hängt sehr stark, in dem Fall nicht mit dem fernen Osten, sondern das ist jetzt der Wilde Westen, das 9. Haus. Also der Handel sehe ich eher den fernen Osten und das Finanzsystem eher der Wilde Westen. Und auch hier ist der Euro ganz stark an den Wilden Westen gekoppelt. Und wie geht's im Wilden Westen weiter? Bam, badadam, 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 bam. Ja, richtig, genau. Herrscher von 9. Aha, Herrscher von 9 ist der Mars, gell? Spitze 9. Haus, schaut mal so fischig aus, gell? Ah, Spitze 9. Haus, auch auf Fischegrad, natürlich Opposition zum 3. Haus. 28, 47, das heißt, in der Ferne, ja, links hinten bei den Sternen, ja, löst sich auch etwas auf. Unglaublich viel Fischenergie wieder. Passt aber auch irgendwie zur Sonne im Krebs, was ja auch eine Gefühlskonstellation ist. Und wir haben hier gefühlvolle Fischegrade im Widder und der Herrscher von 9 in 8. Aha. Herrscher von 9 in 8, gute Nacht. Auch der eingeschlossene Herrscher, nicht nur Pluto, sondern auch der eingeschlossene Herrscher von 3 ist Mars. Skorpion ist eingeschlossen im 3. Haus, ist der Mars. Das heißt, hier sehen wir, Wirtschaft, Handel und Industrie haben größte Schwierigkeiten. Und auch in der Ferne, im fernen Osten und im wilden Westen auch größte Schwierigkeiten. Aber was beruhigend ist, sie sind sehr aggressiv. Sie sind sehr aggressiv, sehr, sehr aggressiv. Ja? Sehr aggressiv. Und wir sehen auch den Mars auf Schützegraden. 20 bis 22 Grad 30 sind Schützegraden. Das heißt, sehr raumgreifend, sehr dynamisch, sehr impulsiv. Das heißt, es zieht sie in die Ferne. Das heißt, von innen aus gesehen zieht es sie Richtung, richtig, Europa. Osteuropa, dorthin zieht es sie, weil vom 9. Haus ist ja die Ferne, sind wir. Ja? Und das heißt, wir haben hier eine sehr aggressive und 8. Haus auch destruktive, sehr destruktiv. Die wollen etwas kaputt machen. Ja? Der Mars steht im Domizil, im Widder, im Domizilhaus, 8. Haus Skorpion, auf Schützegraden, sehr aggressiv, sehr destruktiv. Vorsicht, 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 Vorsicht. Und der Herrscher von 8 ist auch der Mars. Also das heißt, er ist der Vater der Destruktivität. Also gefährliche Konstellation. Die sind brandgefährlich. Der Wilde Westen ist, the Wild West is running mad. Ja? Also vor denen müssen wir uns wirklich, wirklich hüten und schützen und bewahren und was auch immer. Es gäbe noch einiges zu sagen von dem Horoskop. Ich muss das dann in die kleine Sternzeichenrunde mit rüber retten, weil wir haben schon hier 13 Minuten wieder. Ich kann nicht anders. Wir machen die Tagesfrage und sozusagen Merkur, weil Merkur ist ja der Hauptdarsteller, ja, als Aszendenten, Regent und auch als Herrscher des 10. Hauses und auch als der einzige Planet, der uns für die nächsten 3 Monate begleiten wird, weil er ist nur 4 Grad vom MC entfernt. Also das heißt, der Merkur hat jetzt eine kardinale Aussage. Das ist der Kardinal Merkur und den besprechen wir dann im 4. Teil. Ende.